Und willkommen zurück. Also dann, junger Mann, zeige uns den Weg zurück ins Dorf. Kazuma, ja, Sir, ja, mein Herr. Kannst du das da fahren? Ich glaube, ich kann das. Ich will auch. Es will nicht anhalten. Oh je. Was machen denn die beiden Chaoten da? Geh ich oben rum? Ah, ich gehe oben rum. Kann ich von hier eigentlich direkt rüber? Nein. Ich sag mal kurz dem Roboter Bescheid, dass es geklappt hat mit dem Sprengstoff. Vielleicht freut er sich ja. Na, komm und besuch mich wieder irgendwann mal. Ich würde ja Tee anbieten, aber ja, ich weiß schon. Und das war wieder der Bildschirmschoner. Ich dachte eigentlich, ich hätte ihn ausgeschaltet. Jetzt sollte er aber definitiv aus sein. Ich sollte jetzt so oft dran denken, ihn auszumachen, bevor ich aufnehme. Ups. Diese Musik ist so toll. Uah, nein, 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 nein. Willkommen zurück. Diesmal hat's geklappt, oder? Na, hier war der Fehler. Aber ja, diesmal hat's geklappt. So. Ich wundere mich, oder ich frage mich, wo die beiden gerade sind. Der Professor und der Katsuma. Haben das Dorf schon gefunden? Niemand weiß es. Ah, Feuerball! Und Heilung, ja. Ja. Ich weiß nicht, irgendwie ist heute der Wurm drin ein bisschen bei mir. Ich habe das Gefühl, letztes Mal habe ich besser gespielt. Vielleicht bilde ich mir das auch nur ein. So, da setzt sich keiner mehr hin. Das Schöne ist nämlich, dass man diese fliegenden Teile mit dem Feuerball auf die Entfernung töten kann, bevor sie hochfliegen. Die sind dann gefühlt deutlich weniger gefährlich. Finde ich. So, ich möchte mir jetzt bitte. Was war das gerade? War da ein Gegner? Hab ich nicht gesehen. Ich sag doch, heute ist irgendwie der Wurm drin. Ich würde mir gerne für im Dorf hinter dem Feuer nochmal so einen Quallensaft holen. Oh nein, ich will die Raketen. Mist. Egal. Ein Quallensaft. Genau, für im Dorf. Ich bin gespannt, was es dahinter so hinten dran gibt. Bisher war es ja eigentlich immer was relativ Praktisches. Ich glaube, das hier sind die Reste des Fahrzeugs. Aha. Oh je. Santa, kamen die bei dir vorbei zufällig, die beiden? Genau, es gab draußen einen kleinen Crash, einen kleinen Unfall. Ein paar Minuten her. Und, ja, Panikschreie. Was das wohl war? Ich weiß es nicht, was das gewesen sein könnte. Ja, ab zu Arthurs Haus. So, wir sind also Waffen. Ja. Der Doktor möchte uns. Möchte die roten Blumen benutzen, um mit den Migas, nehme ich an, die Menschen anzugreifen. Und warum will er das tun? Naja, der Mann ist wie ein Dämon, er ist böse. Und er will die Blumen auch mit Toruko benutzen. Soweit ich das weiß, sucht er noch nach den roten Blumen. Wir können nur hoffen, dass er sie nicht findet. Falls er sie doch findet, Toroko, naja, sie würde durchdrehen und würde zu einer Waffe des Todes. Ich werde niemals erlauben, dass das passiert. Oh.
geht's hier gut? Mein Leben ist gerade vor meinen Augen nochmal abgelaufen. Kasuma, Professor Booster. Oh. Geht's dir gut? Ja, mehr oder weniger. Wer ist dieser Mimiga? Das ist der König. Ein Freund von mir hier in dem Dorf. Naja. Hier waren ganz viele Mimigas mal. Aber alle, fast alle von denen wurden vom Doktor oder von den Doktors Schergen entführt. Sogar der König hat Freunde verloren. Danke für deine Hilfe. Unser Gefährt hat nicht wirklich überlebt, aber immerhin haben wir. Ich wäre das ja schon gerne gefahren, muss ich sagen. Nach Grasstown verbunden, ja. Die Pläne des Doktors sind exakt im Plan, also im Zeitplan. Und wenn wir nicht bald was tun, dann ist er vielleicht erfolgreich. Er kommt zurück. Es scheint, als würde ich dir wieder was schulden. Mit der Hilfe meines Bruders sollten wir endlich in der Lage sein, das Passwort für das Ei zu finden. Den Drachen schlüpfen zu lassen und gegen den Doktor einzusetzen, nehme ich an. Booster! Können wir den kleinen Jungen da mit uns mitnehmen, wenn wir gehen? Professor? Ja? So, meine Liebe. Wir müssen unsere Flucht beenden. Der Doktor hat die roten Blumen gefunden. Was? Er hat sie noch nicht, aber es ist nur eine Frage der Zeit. Der Ort ist die Sandzone. Die Blumen können scheinbar irgendwo in der Sandzone gefunden werden. Sandzone. Und da ist vielleicht auch der Doktor. Na, wahrscheinlich eher einer seiner Diener. Aber wenn wir die Blumen... Naja, wir müssen die Blumen zerstören, bevor sie sie kriegen. Aber die Sandzone ist ziemlich gefährlich. Angenommen, wir würden in dorthin gehen, das gibt es keine Garantie, dass wir lebendig zurückkommen. Also gibst du auf? Naja, eigentlich gibt es einen von uns, der perfekt ist für diesen Job. Und das bin ich. Wer ist er eigentlich? Naja, er ist einer von den bewaffneten Robotern, die auf dieser Insel vor 10 Jahren abgesetzt wurden. Ein Roboter? Mein Eindruck war eigentlich, also ich dachte eigentlich, dass es von denen gar keinen mehr gibt. Aber ich kenne die Details nicht. Es ist gut möglich, dass einer von denen überlebt hat. Professor, ich habe die Verbindung zur Sandzone hergestellt. Gut. Ich bin der am besten geeignete, um diese Insel zu erforschen. Bitte, hilf uns. Ja, gerne doch. Ich bin doch gerne ein Held. Das war jetzt gerade unnötig. Das speichern wahrscheinlich auch. Weil hier im Dorf gibt es, glaube ich, keine Gefahren. Und ich habe eh kurz davor gespeichert. Aber egal. ich will da rein. Und erstmal mit dir quatschen. Dorokos Bruder Arthur hat gegen ein schreckliches rotes Monster gekämpft. Der schreckliche Dämon von dieser Insel, der sich von Mimigas ernährt. Es ist nicht der Doktor, es ist etwas anderes. Dieser Dämon hat seit Äonen schon auf dieser Insel gelebt. Und es kam in dieses Dorf, aber Arthur hat es zurückgeschlagen. Er alleine hat unser Dorf beschützt. Und das werde ich nie vergessen, solange ich lebe. Vielleicht wurde jetzt doch vom Doktor getötet, aber er war ein wahrer Held. So, was gibt's denn hier? Es gibt etwas in der Asche. Ein Bubbler. Was ist das? Eine Waffe, scheint mir. 100 von 100. Dann würde ich erstmal speichern, bevor ich den ausprobiere. Wer weiß, ob die Munition nicht auch begrenzt ist. Vielleicht fehlt's auch im Inventar. Okay, dann einmal speichern und den Bubble ausprobieren. Süß. Okay, und die Munition lässt sich wieder auf, also keine Gefahr. Süße Waffe.
Was passiert, wenn ich den Bubbler? Bubbler heißt ja Blasen, Luftblasen, sowas im Wasser. Nichts Besonderes. Also gut, dann rüber in die Sandzone. Nicht zum Eierkorridor, da fehlt das Passwort. Da ist alles erledigt. Also die Sandzone. Ich glaube, die Folge wird ein bisschen kürzer, aber hier ist ein guter Moment zum Schneiden. Also, bis zum nächsten Mal. Und willkommen zurück. Oh, wer ist das? Sie haut ab. Ist das Treibsand? Nein. Nein? Okay. Einfach nur Boden. Wunderbar, da kann ich den Bubbler ausprobieren. Oh, wie viel Schaden der macht. Oh, wow. Faszinierend. Hat er eigentlich noch irgendeinen anderen Effekt dann, außer so minimal als Schaden zu machen? Keine Ahnung. Ich würde mal gucken, würde gerne gucken, was er auf den höheren Levels macht. Aber dafür brauche ich, glaube ich, erstmal eine andere Waffe, um überhaupt Schaden auszuteilen. Nicht ganz mein Level, so mit dem Hochspringen und so. Boah. Nein, andersrum. Genau. So. Nicht ganz mein Level hier mit dem Aufwärtsspringen und so. So viel dazu, den Bubbler hochzuleveln. Okay, ich nehme eine vernünftige Waffe. Den Bubbler kann ich danach noch leveln. Ja, das mache ich alles nachher, das wird schon. Muss erstmal hier hoch. Hier, das ist für dich. Kannst du das aufsprengen? Nein. Das kann irgendwie nur die Waffe vom Anfang, habe ich das Gefühl. Cocktails. Da gehe ich doch mal gerne rein. Die Sandzonen. Residenz. Ein Eindringling. Oh. Wir haben einen Besucher. Ich weiß genau, wonach du suchst. Wacht auf! Oder wache auf. Mimigas sind nicht deine Feinde. Mimigas sind harmlos. Schade für dich, aber ich bin auf deren Seite. Ich bin doch auf deren Seite. Was soll das? Ich bin doch nicht gegen Mimigas. What? Warum? Lass mich doch erklären. Was zur Hölle? Warum? Frag mich doch einfach, ob ich auf deiner Seite bin. Meine Güte. Man kann doch auch mal reden. Muss doch nicht mal gleich schießen. Ja, ich gewinne und du kannst nicht mehr kämpfen. Selber schuld. Nein, ich werde nie alle Mimigas töten. Wie alle anderen Roboter. Was? Oh. Dann bist du auf der Seite der Mimigas? Ja, das sag ich doch die ganze Zeit. Na, da, richtig, da gibt's nichts Falsches mit denen. Ich bin Curly, Curly Brace. Als ich aufgewacht bin, war ich mit diesen Kindern zusammen hier. Ich weiß aber nichts mehr von davor. Amnesie, könnte man sagen. Ich war vielleicht ein Mimiga-Henker, wie alle anderen Roboter. Oh, wow. Der Polarstern von dir, die Pistole, ist in einem grottigen Zustand. Möchte ich ihn hergeben für eine Maschinenpistole? Natürlich! Yippie! Cool. Das heißt, die ist auch ein Roboter? So wie ich. Und die füllt sich auch wieder auf. Sehr schön. Kann ich mit denen reden? Pass auf die Sandcrocs auf. Wenn du auf den Sand trittst, werden sie rausspringen und dich beißen. Das tut wirklich weh. Du schaust nach roten Blumen. Es gibt eine alte Frau namens Jenka, die darüber vielleicht was wissen könnte. Oh, richtig. Und wenn du zu ihr gehst, dann bring den Hund mit, um die Sonnensteine zu bewegen. Musst du den Zauber aufheben. Fisch, ich will Fisch essen.
die Menschen sind die eigentlichen Bösen. Die Mimigas wurden nur von ihnen benutzt. Oh, ein kleiner Hund. Ja, den möchte ich mitnehmen. Auf den Kopf doch nicht. Na ja, erstmal speichern. Willst du jetzt den Hund oder braucht die alte Frau den Hund? Sie und ihre Puppies. Ihr Haus ist irgendwo in der Sandzone. Ja, toll, vielen Dank. Das war falsch. Aber ich muss sagen, die Maschinenpistole ist wahrscheinlich besser als der Polarstern, das stimmt schon. Okay, ich kann also hier wieder nach unten, wenn ich will, aber aus Versehen runterfallen ist relativ schwierig, was ich ja persönlich ziemlich gut finde. Ich finde es auch gut, dass ich trotz Hund genauso hoch springen kann wie davor. Nein. 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 Wie komme ich da runter? Was ist das denn? Ein Gegner.